Da ist noch was. Okay. Ey, wenn ich das First Try schaffen würde. Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tjulfo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu The Joy of Creation Reborn. In der letzten Folge hatten wir uns ja mit Chica angelegt, was mehr oder weniger gut abgelaufen ist. Eigentlich ist es überhaupt nicht gut abgelaufen. Da habe ich richtig reingeschissen. Also das Level mit Chica ist halt wirklich ziemlich schwierig. Ich habe mir nochmal ein paar Tipps in den Kommentaren geschrieben, wie man mit Chica besser umgehen kann, wie man dieses Level schafft, ohne dabei zerfleischt zu werden. Aber in dieser Folge werden wir uns erstmal mit Foxy anlegen, denn das Level haben wir ja auch noch nicht gesehen. Und mal schauen, vielleicht ist das ja ein Level, was einfach ist, obwohl manche gesagt haben, es ist noch schwieriger als das mit Chica. Aber wir werden es uns einfach mal angucken. Und die Kommentare haben auch schon bei dem Level mit Foxy, hi Foxy, das sieht schon richtig gut aus. Auch zu Foxy habe ich viele Tipps schon bekommen, weil Foxy einen scheinbar auch ziemlich penetrant verfolgt. Und man wohl da irgendwie mit der Taschenlampe arbeiten muss und Foxy wohl im richtigen Moment anleuchten muss, damit sie uns nicht weiter angreift. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal testen, drücken auf Play und versuchen es einfach nochmal. Vielleicht klappt's ja. Wir schauen mal. Attic, Ignited Foxy. Also Attic ist Keller, Dachboden, keine Ahnung. Wir versuchen es mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt halt irgendwie mit der Taschenlampe, ich glaube, wenn Foxy uns angreift, leuchten wohl irgendwie ihre Augen rot oder so. Und dann müssen wir sie anleuchten und dann ist sie wohl, glaube ich, erstmal im Arsch. Da kommt sie. Da kommt sie. Oh, shit. Oh, fuck. Das ist... Oh! Ah, ja, okay, so funktioniert das. Ist das ekelhaft. Da ist noch was. Nee, da ist nur eine Lampe. Fuck, 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 fuck. Wo ist Foxy? Hinter mir. Ist da drüben was? Nein, da ist nichts. Oh! Ja, komm! Hier ist Wand. Hier kann ich nicht lang. Haha, ist das ekelhaft. Aber gut, es funktioniert auf jeden Fall. Ich kann sie auf jeden Fall von mir abhalten. Jetzt muss ich nur noch Gegenstände finden. Das ist kein Gegenstand. Ich habe erst einen von fünfen. Es läuft, Freunde. Es läuft. Da ist noch was. Okay. Ey, wenn ich das First Try schaffen würde. Ah, ah! Oh, war das knapp. Alter, ist sie schnell. Hier ist auch nichts. Himmel, Arsch und Zwirn. Das ist ja übel. Warte mal, ist hier noch irgendwo was? Nein, da kommt sie. Okay, angeleuchtet. Alter, wo bin ich denn hier? Ah! Okay. Okay. Boah, ist das heftig. Aber man kann sie auf jeden Fall loswerden. Es funktioniert auf jeden Fall besser als mit Chica das Level. Aber das ist ja ein richtig ekelhaftes Feeling, weil sie ist die ganze Zeit hinter uns, die ganze Zeit. Sie hört nicht auf, hinter uns her zu sein. Oh, da kommt sie. Warte. Nein, nein, nein. Hau ab. Okay, ich glaube, sie chargt gleich. Ja. Okay, angeleuchtet. Ich brauche Gegenstände. Gib mir Gegenstände, fuck. Ja, Poster. Nein, 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 nein. Das war knapp, das war knapp. Okay, ich hab hier rum. Sie ist da drüben rechts. Ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Angeleuchtet, sehr gut. Abgewehrt. Blockt. So, weiter, weiter, weiter. Wir haben erst einen Gegenstand. Zum Glück hört man Foxy wenigstens rennen. Kommt sie? Hier haben wir nochmal einen Gegenstand? Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir. So, warte, sie müsste jetzt gleich kommen. Abgewehrt. Okay, 35 Sekunden noch. Wir haben... Hier ist kein Gegenstand. Oho. Oh, wir haben erst zwei. Drei brauchen wir noch. Das größte Problem... Oh, fuck. Wo bin ich denn hier jetzt? Hier ist ein Fenster. Nein. Oh, da ist sie. Ja. Oh. Das größte Problem hier ist nicht Foxy gerade, sondern dass ich nichts finde. Hier kommt man auf jeden Fall besser rum als wie mit Chica. Aber ich finde irgendwie... Hier ist noch was. Zwei brauche ich noch. Noch 7 Sekunden. Schaffe ich nicht. Keine Chance. Okay, das Level ist, glaube ich, rum. Ja, das ist vorbei. Das schaffen wir nicht. Zeit ist um. Okay, Freunde. Man kann auf jeden Fall mit Foxy... Ja, mit Foxy kann man sich betteln, ja? Das schafft man. Hier, komm, ich lass mich mal schnappen. Also mit Foxy kann man auf jeden Fall... Das Level kann man schaffen. Man muss nur die Gegenstände auch finden. Das ist gerade mein größtes Problem. Dass ich da rumlaufe, mich darauf konzentriere, Foxy loszuwerden. Aber ich muss ja auch Gegenstände finden. Ich rushe jetzt einfach mal ein bisschen mehr durch. Da kommt sie. Abgewehrt. Okay, okay, okay. Weiter, weiter, weiter. Hier haben wir den nächsten Gegenstand. Okay, wir haben zwei. Wir haben zwei. Kommt sie? Nein. Noch nicht. Ist hier noch was? Nope. Nope, nope. Hier ist nirgendwo was.
Hier nach rechts vielleicht? Sie kommt. Abgewehrt. Hier ist noch was. Sehr gut. Da haben wir schon mal drei. Fehlen nur noch zwei. Irgendwo muss doch dieses scheiß Poster wieder hängen. So, warte. Noch ist Foxy abgewehrt. Vorletzter Gegenstand. Kommt sie? Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, wir brauchen nur noch dieses Drecksposter. Wo ist es? Das ist nicht das Poster, das ist das Fenster. Ich muss immer einen Blick zurückwerfen. Nicht, dass die mich auf einmal doch... Moment. Oh, knappes Ding, du. So, das ist jetzt, glaube ich, nur noch dieses scheiß Poster, was fehlt. Oh, fuck, der Raum ist eine Sackgasse. Nein, ist er nicht. Oh. Nein, 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 fuck. Fuck, im falschen Moment geleuchtet. Oh, Mann. Wenn man sie nämlich anleuchtet, wenn sie nicht chargt, chargt sie und dann sind wir am Arsch. Oh, Mann. Das habe ich nicht bedacht. Und es war so gut. Es lief so gut. Wow, das war knapp. Warum chargt sie denn gerade so schnell? Oh, Mann. Das war knapp. Das hätte ich fast wäre es soweit gewesen. Da hat, glaube ich, nur noch dieses Drecksposter gefehlt, was hier eben immer an der Wand hing. Was ich aber irgendwie gerade nicht gefunden habe. So, uns fehlen jetzt noch vier Gegenstände. Eben hat man natürlich einen richtig guten Lauf. Dass ich den versaut habe, war meine eigene dumme selber schuld. Okay, sie kommt. Wow. Ah, aber schnell, du. Ist auch richtig eklig, wenn man einfach nur diese stampfenden Schritte hört, wie sie auf einmal näher angerannt kommt. Und dann musst du schnell reagieren. Okay, hier ist nirgend. Hier ist nochmal was. Oh, 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 oh. Nein, 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 Foxy. Not today. Schön vorbei. Okay, sie ist wieder hinter uns. Sie rennt aber nicht. Okay, uns fehlen noch 30 Sekunden. Kommt sie? Nee, nee. Sie rennt gerade nicht. Jetzt aber. Hallo. Okay, schnell vorbei, solange sie... Ah! Hä? Man kann doch vorbeigehen, wenn sie geblendet ist. Kann man scheinbar nicht. Gut, das nehme ich zurück. Das tut mir jetzt leid für die Leute, die sich erschreckt haben. Aber wahrscheinlich wusstet ihr, dass sie mich jetzt erschreckt. Warum ist sie denn manchmal so schnell? Wieso zur Hölle? Schon wieder? Hör mal auf zu chargen. Schön die Taschenlampe ausmachen. Wir dürfen sie nicht anleuchten. Wir dürfen sie nicht anleuchten, wenn sie gerade nicht rennt. Das ist wichtig. Das muss ich beachten. Deswegen habe ich nämlich eben verloren, wo ich fast alles hatte. Da hat wirklich nur noch... Okay, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Oh, shit, 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 schnell vorbei. Seht ihr? Diesmal ging es auch, wenn sie geblendet war. Keine Ahnung, warum das eben nicht... Da ist wieder was. Okay, ich glaube, das ist gar nicht immer... Oh, warte, sie kommt gleich. Oh, sie wird schneller. Wo ist denn die? Sie kommt. Zack, geblendet. Ich gehe mal hier rum. Ich will nämlich noch in den anderen Raum da eben rein. Wo ich gerade dran vorbeigerannt bin, weil ich Angst vor Foxy hatte. So, ist hier irgendwo was. Hier, noch was. Nur noch ein Gegenstand. Wir sind wieder genauso weit wie eben. Da kommt sie. Einmal abgeblendet, geblockt, gedingst. So, nur noch ein Gegenstand. Den werden wir ja jetzt wohl finden. Das ist keiner. So, Moment, ich gehe mal hier nach links. Links, links. Links, geradeaus. Ist hier irgendwo was? Komm schon. Es wird ja jetzt wohl nicht wieder am letzten Gegenstand scheitern. Dann heule ich ein bisschen. Sie kommt. Oh. Oh Mann, es ist zu Ende. Ich habe gar nicht mehr auf die Zeit geachtet. Ah. Foxy sagt auch nochmal nett Hallo, Freunde. Es ist halt wirklich immer traurig, wenn man es schafft, bis auf einen Gegenstand alles zu finden. Das ist wirklich nicht schön. Ich weiß noch nicht, was mir jetzt gerade eben noch gefehlt hat. Es war auf jeden Fall nicht dieses Poster, denke ich mal. Weil es sind doch immer andere Gegenstände, ist mir jetzt so langsam aufgefallen. Und ich glaube, wir müssen dann doch ein bisschen aufmerksamer hier durchrennen. Weil eben bin ich einfach nur durchgelaufen und habe einfach nur meine Augen nach diesem scheiß Poster offen gehalten. Aber ich glaube, es sind nicht immer dieselben Gegenstände. Aber ich glaube, die Gegenstände liegen oft an derselben Ecke. Also muss ich eigentlich einfach nur immer eine bestimmte Route laufen. Da drüben liegt jetzt aber nichts. So, hier ist jetzt zum Beispiel das Poster. Hier ist das Poster, das nehmen wir mal mit. So, uns fehlen schon nur noch zwei Sachen? Wow. Und wir haben noch 30 Sekunden. Naja, fast 40. Das läuft. Hier, jetzt wieder nur noch eins. Aber Foxy kommt, abgewehrt, so. Uns fehlt jetzt nur noch ein Gegenstand. Das wird ja jetzt wohl funktionieren. Ich laufe jetzt nochmal hier außen rum. So. Sie kommt schon wieder. Was ist denn los gerade? Ist wahrscheinlich hungrig, das Mistvieh.
So, ist hier irgendwo was? Letzter Gegenstand, komm schon. Hier ist nichts, da war ich auch schon. Scheiße. Oh nein, nein! Oh, ich bin so blöd, aber es waren eh nur noch 5 Sekunden. Das hätte eh nicht funktioniert. Es hängt immer am letzten Gegenstand, Freunde. Der letzte Gegenstand ist gerade hier, ich weiß nicht. Stellt sich als schwierig heraus, okay? Aber mal sehen. Kann ja nicht sein, dass wir es überhaupt nicht schaffen. Wenn wir es jetzt schon ein paar Mal bis auf einen Gegenstand geschafft haben, schaffen wir es auch einmal auf alle. So. Foxy kommt. Abgewehrt. So, weiter, weiter, weiter. Wir gehen mal hier nach rechts. Rechts, links. Und hier lang. Sie kommt. So, hier ist auch nichts. Oder? Doch, hier ist was. Sehr schön. Fehlen nur noch 3. Gut, dass man hier nur 5 Gegenstände finden muss und nicht wie bei Chica 10. Das ist halt auch das noch mit das Schwierige an Chica. Dass man... Oh, oh. Sie kommt. Dass man 10 Gegenstände braucht und nicht nur 5. Sie ist hinter mir. Vorletzter Gegenstand mal wieder. Da ist sie. Aber sie chargt nicht. So, vorletzter Gegenstand. Letzter Gegenstand. Wir haben's. Ende. Aus. Vorbei. Foxy nochmal geblendet. Da sind wir. Safe. Ja, da guckst du scheiße, wa? Ah, da klappt die Kinnlade nach unten, hä? So, Freunde. Wir haben auch das Foxy-Level geschafft. Ist auch nicht einfach. Wir lassen uns mal gerade fangen, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Wir haben auch das Foxy-Level geschafft. War ja nicht ganz so einfach wie Bonnie oder Freddy. Aber auf jeden Fall signifikant einfacher wie das Level mit Chica. Weil man hier einfach weiß, wie man mit Foxy umgehen muss. Ja, wenn sie charged, leuchtet man sie eben an. Und dann ist die Geschichte gegessen, ja. Dann ist das Ganze erledigt. Wir gucken jetzt mal, ob sie nochmal gerade charged. Und, ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns... Oh, hey, ganz ruhig. Seht ihr? So kann man sie ganz einfach abwenden. Selbst wenn sie nah vor einem ist. Ja, man muss einfach nur schnell reagieren. Ich werde noch rausfinden, wie ich mit Chica umgehen muss. Das Level werden wir auch noch schaffen. Dann haben wir The Joy of Creation Reborn komplett durchgespielt. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Foxy-Level geschafft, was ja auch relativ schwierig war. Aber das haben wir jetzt schon mal im Sack. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns... Hey, hallo. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Trooper verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.